Herzlich willkommen zurück zu The Elder Scrolls Online. So, wir sind da, zumindest am Wegschrein. Das war nicht die Rubinesche. Und hinten steht aber auch schon Evelie. Der Eingang muss irgendwo in diesen Hügeln sein. Ich habe gute Neuigkeiten, enttäuschende Neuigkeiten und durch fürchterliche Neuigkeiten. Gut ist, dass man Basraks Anweisungen leicht folgen konnte. Enttäuschend war, dass ich keine Ahnung habe, wie man den Eingang findet und es keinen Weg hinein gibt, ohne dass wir angegriffen werden, sobald wir drin sind. Was gibt es denn für durch und durch fürchterliche Neuigkeiten? Ich habe bei einer Wette mit Talvia verloren und jetzt schulde ich ihm ein Abendessen im traditionellen Walenwald-Stil. Ihr wisst schon. Eines, wie es die Waldelfen essen. Ich kann es kaum erwarten, sein Gesicht zu sehen, wenn er merkt, was für Fleisch er gerade isst. Das wird unbezahlbar. Er klingt wieder ganz nach ihr selbst. Ja, ich schätze, ich musste einfach mal aus der Stadt raus. Ich war wirklich niedergeschlagen, als ich auf des Königs Liste der Meistgesuchten aufgetaucht bin. Danke, dass ihr mich so angetrieben habt. Einen Kult zu unterwandern ist allemal besser, als sich irgendwo in einem Loch zu verkriechen. Also, wie kommen wir hinein? Tja, angesichts der ganzen Läufer, die wir gesehen haben, wissen wir wohl, dass wir am richtigen Ort sind. Wir müssen nur noch einen Weg hineinfinden, ohne dabei entdeckt zu werden. Wisst ihr, wir könnten vielleicht etwas mit diesen hochrangigen Kultisten und ihren schicken Masken anstellen. Eine Verkleidung ist eine gute Idee. Habt ihr in letzter Zeit irgendwelche dieser Kultisten gesehen? Nun, ein paar der maskierten Kultisten kamen vor einer Weile hier vorbei. Dann hörten wir einen großen Aufruhr dort drüben im Westen. Ich kann es nicht mit Sicherheit sagen, aber ich glaube, diese Vorschrag könnten vielleicht zufällig in... Nun, sie könnten in ein... Nun sagt schon, was geschehen ist. Talvia glaubt... Nun, er glaubt, die Gruppe könnte vielleicht in ein Paarungsritual der Ichatere hineingestolpert sein. Die Geräusche aus dem Westen, die Schreie bei Ifris Bogen, der Lärm war grauenhaft. Dann wurde es ganz still. Ich glaube nicht, dass die Sache für die Kultisten gut ausging. Ich ziehe los und versuche, etwas Nützliches aufzutreiben. Aber haltet euch bloß von diesen Ichatere fern. Ich habe gehört, sie können ausgesprochen brutal werden, wenn etwas ihr Herumgetolle stört. Wir schauen uns auch um und treffen euch dann drin. Viel Glück! Okay, in der Richtung irgendwo... In der Nähe der Ichatere. Direkt neben dem Ichatere, natürlich. Was hätte ich auch anders denken können? Wieso greift der andere mich jetzt an? Den habe ich überhaupt nicht angegriffen. So, dann schauen wir doch mal. Ich dachte eigentlich, ich muss für alle jetzt hier was, also eine Verkleidung finden, aber anscheinend nicht. Moment, ich muss aber in die Richtung, ne? Darf ich dabei auch reiten? Ja. Ich dachte nicht, dass sie irgendwie mein Reittier hier entdecken oder so. So, hier ist nochmal eine Quest, aber das ist uns ja alles egal. So, wir müssen hier rein. Findet eure Gefährten. Die sind irgendwo hier rechts. War das ein Schmuckkästchen? Nee, das war ein Buch. Okay. Diese Illusion ist so merkwürdig. Es sieht aus, als würde ich Roben tragen. Aber ich fühle mich so ungehindert. So wie damals. Als sieht aus, als hättet ihr auch ein Amulett gefunden. Aber sagt mir, hatte ich recht? Haben die Ichatere mit diesen Kultisten herumgetollt? Wartet einen Augenblick. Euer Amulett hat einen Riss. Ihr hättet es nicht beschädigen sollen, wisst ihr? Es war schon zerbrochen, als ich es fand. Die Ichatere sind nicht gerade zimperlich mit den Kultisten umgesprungen. Nun, die Illusion scheint zu halten. Zumindest fürs Erste. Hoffentlich versagt sie nicht in einem besonders entscheidenden Augenblick. Mhm. Wie dem auch sei. Wir sollten uns aufteilen, um ein größeres Gebiet absuchen zu können. So finden wir das, was wir suchen, am schnellsten. Seid ihr sicher, dass es eine gute Idee ist, die Gruppe aufzuteilen? Dieser Ort ist gewaltig. Außerdem packt man nie all seine Eicheln in einen Korb. Wir müssen herausfinden, was die Vorschrag vorhaben. Und zwar schnell.
Fliegt und ich schauen uns hier draußen um, während ihr und Tal nachseht, worum es bei den Treffen der hochrangigen Kultisten geht. Wir treffen uns dann wieder hier, sobald wir etwas gefunden haben. Gute Idee. Und wir sollten nicht zu sehr trödeln. Von uns hängen viele Leben ab. Wo wir gerade von Leben sprechen, sorgt dafür, dass Tal nichts zustößt, ja? Er ist nicht so erfahren, wie wir es sind. Ich fürchte, seine völlig entfesselte Begeisterung wird ihn noch in Gefahr bringen. Ist das nicht so, als würde ein Blatt den Baum grün nennen? Haha, triezt mich so viel ihr nur wollt. Aber inzwischen weiß ich es besser. Zumindest ansatzweise. Doch solange ihr hier seid, werdet ihr auch auf uns Acht geben. Das weiß ich. Ihr seid überraschend gut in solchen Dingen. Macht es gut. Fliegt und ich suchen euch später auf. Okay. Ich schätze, wir tun das wirklich, oder? Ja, schätze ja. Nun gut, wir können das schaffen. Wir schleichen uns einfach rein, finden heraus, was wir noch nicht wissen und verschwinden wieder. Ich meine, es ist ja nur ein Treffen. Wir haben diese Amulette. Uns kann nichts zustoßen, richtig? Seid ihr sicher, dass ihr für all das hier bereit seid? Das ist der einzige Grund, aus dem ich nach Vodka kam. Um zu zeigen, dass ich kämpfen kann. Um es mir selbst zu beweisen. Meiner Familie. Allen. Ich bin mehr als nur ein Schriftgelehrter, der dazu ausersehen ist, sein ganzes Leben hinter einem Schreibtisch zu verbringen. Das hier wird allen zeigen, wozu ich in der Lage bin. Ihr habt niemanden etwas zu beweisen. Oh, genau da irrt ihr euch, meine Freundin. Ich stamme aus einer langen Reihe von Kriegern und Magiern. Doch der Großteil meiner Familie betrachtet mich als die angeschlagene Frucht vom Baum der Goldbirnen. Es wird Zeit für mich, ihnen allen zu zeigen, wer ich wirklich bin. Dann lasst uns gehen und etwas tun, was eure Familie stolz machen wird. Ich wusste, dass ihr Verständnis zeigen würdet. Wenn euer Vater ein königlicher Magier ist, eure Mutter Teil der Garde der Königin und eure Schwester nahezu im Alleingang die Schlacht der versunkenen Spitze gewonnen hat, nun, sagen wir mal, dann hat man schon so einiges zu beweisen. Packen wir es an! Nein, meine Eltern im Spiel kenne ich ehrlich gesagt gar nicht. Vielleicht geht's darum, ja mal in Elder Scrolls 6 oder so seine eigenen Eltern kennenzulernen. Wer weiß, wer weiß. Aber es wäre sicher auch eine coole Idee für das nächste Kapitel von Teso, dass man wirklich mal seine, ja, seine eigene Herkunft, sage ich mal, herauszufinden. Das wäre mal ganz cool, weil da wissen wir ja gar nichts drüber und es würde mich ja mal interessieren. Trinimak, erhöre unsere Gebete. Führe unsere Waffen und warne uns vor allen Gefahren. Schenke uns den Mut, die Herausforderung zu meistern, das vor die du uns gut gestellt hast. Ich dachte, wir würden nur ein Treffen ausspionieren. Ihr, die Auserwählte der Voshrak, habt Tapferkeit angesichts der Malakat-Ketzer gezeigt. Sogar so weit, in jenen Tempel einzudringen, den... Doch eine Herausforderung bleibt noch. Eine Herausforderung, um euch auf die Probe zu stellen und die würdigsten für unsere wichtigsten Missionen auszuwählen. Okay, das hört sich wirklich nicht gut an. Nun wählt eine Schriftrolle und einen Segen, um euch bei dieser Feuerprobe zu helfen. Der älteste Azulk wird alle Fragen beantworten, die ihr habt. Mögt ihr nun in Trinimaks Namen große Ehre finden. Oder einen ehrenhaften Tod. Eieiei, das hört sich nicht gut an. Lass mich doch mal daran, Mensch. Ihr steht inmitten der heiligen Worte Trinimax. Lest die Schriftrollen sorgfältig und wählt dann einen Segen, der euch in den kommenden Prüfungen helfen soll. Was könnt ihr mir über diese Prüfung erzählen? Die vor uns liegende Mission erfordert die Besten, die die Voshrak zu bieten haben. Diese Prüfung bestimmt, wer die Auserwählten sind, indem sie ihre Schleue, ihre Flinkheit und ihre Stärke auf die Probe stellen. Trinimak selbst wird das Eisen vom Erz trennen. Diese Mission, ich bin mir nicht sicher, ob ich alle Einzelheiten kenne. Oh, die Einzelheiten haben nur jene zu interessieren, die die Prüfung erfolgreich bestehen. Doch Trinimak dankt euch, dass ihr euch freiwillig gemeldet habt. Ganz unabhängig davon, wie es am Ende ausgeht. Falls ihr erfolgreich seid und tut, was der Rat befiehlt, wird alles offenbar werden. Scheitert und euer einziger Lohn ist der Tod.
was der Rat befiehlt? Beim letzten Teil der Prüfung ist es erforderlich, dass ihr dem Rat ohne Zögern gehorcht. Doch damit werdet ihr euch erst ganz am Schluss herumschlagen müssen. Denkt daran, wer Erfolg hat, der wird zum Auserwählten von Trinimak ernannt und darf an der heiligen Mission teilnehmen. Inwiefern unterscheiden sich unsere Rituale von denen, wie sie in Nosinium abgehalten werden? Das ist für jemanden von eurem Rang eine ungewöhnliche Frage. Habt ihr das etwa noch nicht gelernt? Ich will mich nur vergewissern, dass ich unsere Lehren verstehe, ehe ich fortfahre. Die Leiter des Tempels sind zu nachsichtig. Sie leben in Eintracht mit Ungläubigen. Trinimak ist ein Gott des Krieges. Er duldet keine falschen Götter wie Malakat neben sich. Aber bald wird das keine Rolle mehr spielen. Wir haben Agenten, die just in diesem Augenblick in der Stadt tätig sind. Agenten in der Stadt? Geduld, Aufseherin. Alles wird zu seiner Zeit offenbart werden. Schließt erst die Prüfungen ab und beweist durch dieses Unterfangen, dass ihr würdig seid. Dann wird alles offenbart werden. Und falls ihr scheitert, spielt es ohnehin keine Rolle. Denn die Toten kennen kaum noch eine Verwendung für ihr Wissen. Okay. Die Schriftrolle von Avalian. Auszug aus dem Buch des Kriegergottes. Und der Vulkan brach aus mit gewaltigem Donner. Der Boden erbebte und der Himmel füllte sich mit Asche. Das konnte Avalians Wille nicht brechen. Er starrte seinen Feind an, einen feurigen Gott aus Lava und Stein. Mit gezogener Klinge stürmte Trinimax gesegnetes Kind Avalian auf den Berg zu. Obgleich Lava floss und den Weg bedeckte, überquerte Avalian den Berg mit solcher Schnelligkeit, dass die Hitze seine Füße nicht verbrannte. Schnell wie der Wind stürzte sich Avalian in den Berg, wo seine Klinge in das Herz der Bestie stieß. Ja. Die Frage ist jetzt, was muss ich jetzt genau machen? Moment, da hinten ist ja... Schließ die Prüfungen ab. Achso, und ist das nur zur Info quasi hier? Ich glaube nicht, dass das ein ganz gewöhnliches Treffen ist. Von was in Akatosh Namen sprecht ihr denn da? Eine Prüfung? Trinimax Segen? Hört sich für mich gefährlich an. Ich glaube, wir müssen diese Prüfung ablegen, um herausfinden zu können, was sie planen. Mein Vater sagte immer... Der Pöbel stellt sich jeden Tag dem Tod, wohingegen die Tapferen immer einen Weg finden, ihn zu bezwingen. Ich habe nie verstanden, was er damit meinte, aber jetzt wohl schon. Ihr müsst das nicht tun. Wollt ihr das wirklich? Ja, das will ich. Deshalb bin ich hierher gekommen. Das ist meine Chance, mich hervorzutun. Außerdem seid ihr mit mir hier. Wir halten einander den Rücken frei und werden uns am Ende als siegreich erweisen. Ich frage mich ja ernsthaft, wie ich ihn eigentlich von den anderen unterscheiden kann. Ich meine, gut, abgesehen jetzt natürlich von den Stäben auf dem Rücken. Die Schriftrolle von Vaya, Auszug aus dem Buch des Kriegergottes. Vayas Tapferkeit. Als der Hammer fiel, blieb Vaya standhaft. Rogar, der Vernichter, hatte mit der Kraft seines verzauberten Hammers ganze Armeen zerschmettert. Aber das konnte Vayas Entschlossenheit nicht trüben. Sie hielt ihren Schild über ihren Kopf in dem Wissen, dass Trinimark über sie wachte. Ein lautes Krachen, ein gewaltiger Donner und ein Knall, der die Bäume in der Umgebung umwarf, erschallten im ganzen Land. Aber als der Staub sich legte, war es nicht der kleine Holzschild in Vayas Händen, der zerbrochen am Boden lag. Er war Rotgars mächtiger Hammer. Also, ich wollte nicht wieder zurückklicken. Dann lesen wir noch das letzte durch. Ich weiß ja nicht, ob das irgendwas mit der Prüfung zu tun hat. Die Schriftrolle der Uzunok, Auszug aus dem Buch des Kriegergottes, Uzunoks Zorn. Er jagte nicht, weil er Nahrung oder die Übung brauchte. Er jagte nicht, weil er gern tötete. Nein, er jagte, um seine Stärke zu beweisen. Die Bestie vor ihm erhob sich, bis sie höher emporragte als die Bäume. Uzunok bewaffnete allein mit seinen Fäusten und den Segen seines Gottes Trinimak, stürmte nach vorn und versetzte ihr einen einzigen Schlag. Denn da er den Segen Trinimax trug, brauchte er nur einen Schlag. Einen Wimpernschlag später war alles vorüber. Seine Schuppen
Nee, keine Schuppen, kein Fett, keine Muskeln dieser Welt konnten die Macht von Usunoks Zorn aufhalten. Wenn er sein Ziel angriff, die Bestie fiel ohne Aufschrei oder Winseln. Usunok feierte nicht. Er schrie seine Freude nicht hinaus. Er machte sich einfach weiter auf die Jagd nach seiner nächsten Herausforderung. Habt ihr die Schriftrollen studiert? Kennt ihr die Worte Trinimax und seid ihr bereit, den Spießrutenlauf zu überstehen? Die einzige Hilfe, die ihr erhaltet, ist der von euch auserkorene Segen. Also wählt ihn mit Bedacht. Ich habe die Worte Trinimax studiert. Für welche Segnung habt ihr euch denn entschieden? Werdet ihr die Segnung Avalians annehmen und eins mit dem Wind werden? Oder wird Vajas Entschlossenheit euch in eurer anstehenden Prüfung schützen? Oder wird Usunoks Zorn euch vielleicht die nötige Kraft schenken, um siegreich zu sein? Stärke wäre natürlich nicht schlecht, ne? Aber ich denke mal, da habe ich eigentlich genug. Ich würde mal sagen, wir nehmen Vajas Schutz, die goldene Mitte. Dann möge Trinimak euer Schild wieder die Gefahren des Spießrutenlaufs sein. Das ist schon cool. Hört gut zu, denn ich wiederhole mich nicht gern. Um die Tür aufzuschließen, müsst ihr 4 Schalter aktivieren. Die Vorschrag drin werden versuchen, euch aufzuhalten. Man wird eure Zeit nehmen. Das klingt simpel. Falls ihr zu lange braucht, werden die Schalter zurückgesetzt und ihr müsst von vorn beginnen. Andere könnten euch überholen und die Position einnehmen, um die ihr kämpft. Und habt keine Angst, jemanden zu töten. Sie werden auf jeden Fall versuchen, euch umzubringen. Ich kann andere Vorschrag töten? Trinimax Gunst gilt den Siegern. Wer fällt, ist seiner nicht würdig. Die Vorschrag haben das begriffen. Und das solltet ihr auch. Ich bin bereit. Eure Zeit beginnt jetzt. Ja, Mann, lass mich doch drücken. Ah! Muss ich denn hin? Da muss ich hin. So, Schalter. Da unten ist nochmal ein Schalter. Basti, nimm den anderen bitte. Boah, Basti, ganz ehrlich, du sollst einfach nur den anderen Typen hier wegnehmen. So. Kann ich auch. Ach, dass das wirklich auf Zeit läuft, hätte ich jetzt nicht gedacht, ehrlich gesagt. So, die Frage ist jetzt, muss ich da jetzt hoch wahrscheinlich, ne? Ja, ich muss irgendwie da hoch. Und den Schalter noch machen. Zack. 1,33, Dankeschön. Es war hart, aber wir haben es geschafft. Ich wusste, wir schaffen das. Bleib doch mal stehen. Ihr habt euch da eben großartig geschlagen. Ich muss schon sagen, ich bin beeindruckt. Gebt mir einen Augenblick, um zu Atem zu kommen. Es mag eine Illusion sein, aber ich schwitze darunter wie ein Ork. Wenigstens haben wir beide überlebt. Das haben wir, nicht wahr? Ich bin mir ziemlich sicher, es liegt nur daran, dass die Vorschrag zu beschäftigt damit waren, mit euch fertig zu werden. Langsam begreife ich, warum Eveli euch so sehr bewundert. Ich schätze, wir müssen als nächstes dort hinein. Der Rat, richtig. Ich frage mich, was sie uns als letzte Prüfung auferlegen werden. Was es auch sein mag, wir dürfen nicht zögern. Von uns hängen Leben ab. Wir müssen möglichst viel über diese heilige Mission herausfinden, die sie immer wieder erwähnen. Nicht umziehen. Wir müssen so bleiben, wie wir sind. Du darfst. So. Ah, nun sehe ich, wie ihr die Prüfung so schnell abschließen konntet. Ups. Eure Tarnung wird hier nicht gebraucht. Ich weiß, wer ihr seid. Ihr zeigt Tapferkeit, vor uns zu treten.
Doch zu welchem Opfer seid ihr wirklich bereit? Sind eure Absichten genauso rein wie unsere? Wir tragen die Rüstung des falschen Gottes. Wir attackieren und töten wahre Gläubige in einem heiligen Tempel. Alles nur um des heiligen Plans willen. Werdet ihr das gleiche Opfer bringen? Eure letzte Prüfung beginnt hier. Wollt ihr uns schaden oder euch uns anschließen? Um die Orsima stärker zu machen, als sie es sich je erträumten? Zeigt uns, wem eure Treue gilt. Vergießt das Blut eures Verbündeten in Trinimax Namen. Zeigt eure wahre Hingabe. Hey, mein Amulett hat keine Wirkung mehr. Und meinte sie gerade etwas über das Vergießen meines Blutes? Oh weh. Ja, ihr wollt meinte doch aber sie. Nicht fortführen, oder? Das. Das ist doch verrückt! Eure Entscheidung. Hab ich schon. Ey, wie oft muss der unterbrochen werden? Und wie viele kommen da jetzt noch nach? Ich denke, da oben stand nur einer. So, findet die Information, die, die ihr sucht. Ich wollte eigentlich hier hoch. Unsere Agenten sind platziert. Sie haben sich erfolgreich in das Leben in Orsinium integriert. Und niemand kann mehr ein Mitglied der Vosh-Rak unterscheiden von den anderen Bewohnern der Stadt. Sie haben uns unsere Ritualmasken, einen wertvollen Dienst erwiesen. Wenn sich die Häuptlinge der Clans zur Volksversammlung treffen, werden sie keinen Schimmer haben von dem Falle, von der Falle, in der sie tappen. Wir werden unsere Aufgabe als Trinimax heilige Klinge des Mutes erfüllen, die widerspenstigen Häuptlinge ausmerzen und endlich eine wirklich vereinte Nation der Orsima erschaffen. Die erste Gruppe Getreuter, die den Spießrutenlauf vollendet und die letzte Prüfung besteht, muss unverzüglich nach Orsinium geschickt werden. Ihre Mission ist einfach, aber von höchster Wichtigkeit. Es gibt Verräter in der Stadt, die um jeden Preis in Gewahrsam genommen werden müssen, bevor die Volksversammlung beginnt. Schickt ihnen eine zweite Gruppe hinterher, die sie unterstützt, nur für den Fall der Fälle. In Trinimax heiligen Namen, euer geliebter Anführer. Wozu das alles? Ja, das klären wir jetzt, das klären wir jetzt. Sollen wir mit dir noch mal kurz sprechen? Ich werde hier bleiben und die Türen versiegeln, damit die Kultisten euch nicht folgen. Geht und sucht die anderen. Erzählt ihnen von der Bedrohung für die Volksversammlung. Jeder könnte ein Vosh-Rak sein, was es schwierig machen wird, sie zu entdecken, bevor sie zuschlagen. Geht! Ich bin schon in Ordnung. Ich hoffe, du siehst so ein bisschen doppelt und dreifach aus. War da was zu lesen? Nee, das war nur eine Kerze. So, wo müssen wir denn rum? Basti, folge mir. Wir müssen den anderen Bescheid geben. Kann man das öffnen? Nee. Ist ausnahmsweise mal keiner im Weg. Sehr schön. Ach, da sind sie doch schon. Da seid ihr ja. Ich fing schon an, mir Sorgen zu machen. Wir haben herausgefunden, dass... Wo ist Talvia? Talvia geht es gut. Er hält die Vosh-Rak beschäftigt, damit wir die Stadt warnen können. Ganz allein? Seid ihr sicher, dass er damit fertig wird? Ach, was rede ich denn da? Natürlich seid ihr sicher. Wir haben es geschafft herauszufinden, dass der Angriff auf den Tempel nur ein Ablenkungsmanöver der Vosh-Rak war. Das war kurz bevor unsere Amulette den Dienst versagten. Wir haben unsere Amulette auch verloren. Ja, plötzlich stand ich nackt da wie eine Esche, die ihr letztes Herbstlaub abgeworfen hat. Zum Glück hatten wir unsere Ausrüstung in der Nähe versteckt. Jedenfalls sollte der Angriff auf den Tempel dazu dienen, Basrak etwas in die Schuhe zu schieben. Der Häuptling ist unschuldig. Ich habe keinem Mörder geholfen. Ich habe erfahren, dass die Vosh-Rak sich in der Stadt verstecken. Sie werden die Häuptlinge bei der Volksversammlung angreifen.
Das ist wenigstens etwas. Doch das reicht nicht, damit wir den erhofften Vorteil haben. Wir müssen einfach vorsichtig sein. Jeder hier könnte für die Vorschrag arbeiten. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber von all diesen Intrigen kriege ich Kopfschmerzen. Kehrt nach Rosinium zurück und warnt Häuptling Basrak. Wir treffen uns bald dort. Fliegt und ich gehen los und warnen Häuptling Basrak. Diese ganze Sache, das ist alles noch merkwürdiger als jede Ermittlerin Wala-Geschichte, die ich je gelesen habe. Hier, nehmt dies. Ich habe es gefunden und dachte mir, ihr sollt es bekommen. Weil ihr Tal beschützt habt. Ich weiß das zu schätzen. Ja, und damit haben wir die zeremonielle Maske der Vosh-Rag bekommen. Eine Kopfbedeckung und einen Fertigkeitspunkt. Übung macht den Meister. Ja, genau. Geht zurück. Das haben wir jetzt aber nicht als... Nee, haben wir jetzt nicht als Dings drin. Als Ziel. Dann würde ich sagen... Ich weiß leider nicht, wie lange das Ganze noch geht, aber ich würde normalerweise sagen, dass wir hier dann erstmal einen kleinen Cut machen und dass wir den Rest dann in der nächsten Folge sehen. Bis dann! Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.